Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Mac Sunday. Es freut mich unglaublich, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ja, es kam jetzt länger nichts über die Feiertage, Weihnachten, Neujahr und so weiter. War ultra viel Stress gewesen, auch im Dezember. Jetzt im Januar war auch noch ziemlich viel Stress. Und wenn ich aufs Datum gucke, es ist schon wieder der 18. Januar. Über die Hälfte des Monats schon wieder rum, die Zeit vergeht, das ist einfach zu krass. Ja, aber jetzt wieder Mac Sunday und ich freue mich auf jeden Fall, euch wieder begrüßen zu dürfen zu diesem kleinen Info-Video. Und ja, Kanalinfos steht jetzt gerade hier und da wollen wir mal schauen. Es lief gegen Ende des Jahres unglaublich geil und das Ganze hat sich auch ins neue Jahr getragen. Aktuell liegen wir so bei 1200 Abonnenten pro Monat, das ist absolut spitzenklasse. Ich habe damals gesagt, 1000 Abonnenten im Monat halten, das wäre absolut mega. Jetzt sind es gerade 1200 Abonnenten. Die Klickzahlen sind auch rapide gestiegen, über 400.000 Klicks momentan, das hatte ich noch nie. Das ist absolut awesome. Ich denke mal auch, dass das so ein bisschen alles mit LS und Bausim kam und die ganzen anderen Sachen eben. Und ja, absolut cool, absolut nice. Freue ich mich auf jeden Fall riesig. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ja, ich habe auch einige Livestreams gemacht über Twitch, über die Weihnachtsfeiertage. Und ja, neues Spendenziel oder beziehungsweise Spendenziel damals war ein neues Mikrofon. Das haben wir hier, das Rode NT1A mit Schwenkarm und allen Tridrat-Rollala. Habe ich über Weihnachten erreicht. Unglaublich großes Dankeschön nochmal an alle Leute, die da unterstützt haben und alle Leute, die bei den Streams immer dabei waren. Und nicht jeder kann unterstützen und das ist mir vollkommen klar und auch kleine Unterstützung helfen und ja, einfach richtig, richtig super, Leute. Also war ich wirklich stark begeistert. Dann, was war noch Schönes? Ja, der Twitch-Kanal wächst, über 2000 Follows auch mittlerweile oder 2300 mittlerweile, auch richtig, richtig cool. Und ich will auf jeden Fall mehr Livestreamen, das steht schon mal fest. Ich will versuchen, einen festen Tag in der Woche einzubauen, wo ich Livestreame und dann alle 14 Tage eben Samstag. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es sich umsetzen lässt. Ihr wisst ja, ich bin berufstätig, muss jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Und ja, da ist das alles nicht so einfach. Bin erst Vater geworden im November und ja, mit dem kleinen Wurm. Da möchte man natürlich die Entwicklung auch sehen und möchte die auch mitkriegen und möchte da auch dabei sein und nicht einfach nur ja, sich von allen lossagen. Und das ist halt auch so ein Thema, was extrem schwer alles unter einen Hut zu bringen ist, weil ja, halt eben Berufsleben, dann Privatleben, YouTube, es ist halt, YouTube ist sehr zeitaufwendig, im Beruf ist sehr zeitaufwendig, weil 40 Stunden in der Woche verbringt man eben im Beruf, das muss man auch dazu sagen. Und Privatleben ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und möchte natürlich auch Zeit mit meiner Freundin verbringen, ich möchte Zeit mit dem Kind verbringen. Und das ist, liegt mir einfach am Herzen und versuche aber trotzdem, sag ich mal, diesen Video-Output und den Stuff für euch einfach zu halten, weil ich sehe, dass euch das auch unglaublich gut gefällt und dass alles auch unglaublich gut ankommt. Und ich halt auch selber unglaublich viel Spaß daran habe. Aber naja, gut, lange Rede, wenig Sinn. So sieht's erstmal mit der Kanalentwicklung zurzeit aus. Ich hoffe einfach mal, ach ja, ein was muss ich noch sagen. Und zwar, wo ich echt krass schockiert war. Oder nicht schockiert, sondern was ich absolut klasse fand. Und zwar, die positiven Bewertungen auf die Videos sind auch extrem nach oben gegangen. Ich habe in den letzten 30 Tagen 15.000 positive Bewertungen bekommen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also da war ich echt beeindruckt. 15.000 positive Bewertungen in 30 Tagen. Hammerhart. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also es entwickelt sich sehr positiv alles. So, aber nicht lange rumreden wollen wir. Wir gehen mal zu den aktuellen Projekten, meine lieben Freunde. Und das geht so hier. Pass auf. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Aber was gerade nicht geklappt hat, war Switch um. Ah, super. hat ein Stück gedauert. Ja, die Festplatte war etwas eingeschlafen. Leider. Aktuelle Projekte. Ja, was läuft aktuell? Es läuft aktuell The Crew. Das ist ein super geiles Projekt. Das bin ich, da bin ich so froh, dass ich das damals angefangen habe. Auch die Crew ist absolut awesome. Mit Techo, mit Krabs, mit Sachsen Let's Player. Super Truppe, muss man einfach nur so sagen. Und das Projekt läuft auch super. Ihr schaut es euch an. Viele, viele Klicks jedes Mal drauf. Und das bei so einem AAA-Titel. Absolut nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben zwar die Story durch, aber es wird weiterlaufen. Wir werden da noch eine Menge Blödsinn bauen, weil wir einfach noch viele, viele Sachen machen können. Und das ist eben das Coole. Es wird immer mal ein bisschen Block'n'Load kommen.
Da nehmen wir immer dienstags auf. Ich schaue halt, dass ich da bei den Aufnahmen immer ein bisschen dabei sein kann, wie es halt eben zeitlich einrichten kann, dass immer pro Woche ein paar Videos eben kommen. Und ja, ist auch ein Projekt, was super viel Spaß macht, was immer viel durcheinander ist, was, es macht einfach Spaß, macht einfach Laune. So, Bausimulator haben wir ja mittlerweile auch schon reichlich Videos, also ich glaube auch schon über 60 Folgen oder mittlerweile fast 60 Folgen Bausim. Das ist auch echt krass. Und ja, das denke ich wird einfach auch noch ein Stück laufen, weil ihr es euch einfach unglaublich gerne anschaut. Und ich sag mal so, wir haben auf gewisse Art und Weise ja unseren Spaß bei diesem Spiel, auch wenn es ein reines Backfest ist. Und Backfest meine ich jetzt nicht, dass wir da irgendwas backen, nämlich hier Plätzchen oder Kuchen oder sonstiges. Nee, es sind einfach Bugs. Das Spiel ist einfach komplett verbuggt. Und zu zweit im Multiplayer ist absolute Obergrenze. Drei Leute gehen schon nicht mehr. Wir haben es auch mal mit Klicky probiert und so weiter. Und sogar mal zu viert, aber das ging gar nicht. Die Synchro passt einfach überhaupt nicht mehr. Und ja, deswegen. Aber Bausim wird auf jeden Fall noch weiterlaufen. Dann haben wir LPT-technisch auf eine neue Map gewechselt. Haben auch einen Stream gemacht am Donnerstag. Also letzten Donnerstag. Wir sind auf Nordheide gewechselt. Eine super coole Map mit Buyable Objects und so weiter und so fort. Wir werden einige Mods mit reinnehmen. LS wird oder soll, das ist auch auf jeden Fall mein Wunsch, etwas modlastiger werden, dass wir mehr coole Mods, die richtig geilen Mods, eben mit ins LPT und so weiter nehmen. Dann vielleicht auch in das Projekt Pharma. Da werden wir auch irgendwann einen Mapwechsel machen. Und ja, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter mit Nordheide. Projekt Pharma, ich gucke immer ein bisschen zur Seite, da habe ich meine ganzen Infos. Projekt Pharma läuft auch super, macht viel Spaß. Mir macht es viel Spaß mit Gunen, mit Julia, mit HP, mit Sachse aufzunehmen. Das ist einfach immer lustig. Geile Gesprächsthemen, kann ich nur sagen. Und ja, deswegen passt auf jeden Fall. Und das hoffe ich, wird auch noch ein ganzes Stück gehen. Dann Mod-Vorstellungen werde ich immer, wie neue Mods reinkommen, aufnehmen und werde ich die vorstellen. Mod-Vorstellungen laufen ja absolut auch oberklasse, immer 1000, über 1000 Klicks und immer viele, viele positive Bewertungen. Also das gefällt euch, mir macht selber Spaß, deswegen wird es einfach auch dabei bleiben. Dann, um LS jetzt abzuschließen, sind unglaublich viele LS-Projekte, stelle ich gerade fest. Codename Community soll auch wieder anlaufen. Wir werden auch, wenn wir es schaffen, wieder eine Aufnahme machen. Die Server sind jetzt so langsam wieder online gegangen. Und ja, es war mal ein bisschen Stillstand über Weihnachten. Wir werden es auch so machen, dass wir quasi unsere Admins erstmal alle rausschmeißen werden und dann nochmal nachfragen, wer hat jetzt noch wirklich Interesse. Die Leute, um einfach nicht jeden Einzelnen zu fragen, sondern um eben einfach erstmal komplett aufzuräumen und dann quasi das Ganze ein bisschen wie neu zu starten und dann ruhig, schön ruhig laufen zu lassen. Alles immer easy durch die Mitte. Der Hunter 2015 bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Es ist im Projekt, wo eigentlich sowieso noch 4 Videos in der Woche kommen und ich bin mir unsicher, ob ich es weitermachen soll, weil ich sag mal so, die Zuschauer technisch, die Zahlen, ich gehe ja nun, ihr wisst, ich gehe nicht so nach den Zuschauerzahlen, aber ich bin eben vollgepackt bis oben hin mit Projekten und wenn es die Möglichkeit gibt, sage ich mal, ein neues Projekt oder was heißt, es werden neue Projekte kommen, dann schaue ich natürlich immer, welches Projekt läuft vielleicht nicht so, was kann man da vielleicht, ne? Und bei der Hunter bin ich mir eben unsicher. Schreibt mir mal hier in die Kommentare unten im Video, wie es aussieht, ob ihr der Hunter weiter sehen wollt, wie es euch gefällt und so weiter. Und ob sich das wirklich noch lohnt, weiterzumachen oder ob ich es vielleicht einstellen soll. Ja, ansonsten will ich jetzt versuchen, bei Trouble in Terrace Town auch mal wieder dabei zu sein, dass ich da auch mal wieder ein paar Folgen habe. Und ja, ansonsten, was kommt Neues? Es wird das Minecraft. Ganz viele Leute fragen nach Minecraft. Und mich kotzt das selber so krass an, dass zurzeit kein Minecraft auf meinem Kanal kommt, weil ich unglaublich gerne Minecraft spiele und auch immer viel gemacht habe, auch technikmäßig auch viel gemacht habe. Und deswegen kann ich euch schon mal versichern, Dalu ist auf jeden Fall dran, Minecraft, das neue Projekt, ist auf jeden Fall in den Startlöchern. Die müssen die Map noch ein bisschen herrichten und alles und das dauert halt einfach alles, den Server bereitstellen und so weiter und so fort und das ist eben da, wo es aktuell noch ein bisschen klemmt, aber Dalu hat auch extrem viel zu tun und deswegen großes Dankeschön einfach nur, dass er überhaupt diese Projekte immer aufstellt und naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird, also es wird richtig cool, das kann ich euch schon versprechen, es wird sehr techniklastig. Dann Minecraft gibt es noch mehr zu sagen und zwar Marco war auch länger nicht auf meinem Kanal zu sehen oder ich habe länger nichts mit Marco, mit Melvin gemacht. Wir haben auch immer viel Technik gemacht, aber bei Marco ist zurzeit so ein kleines Tief drin.
Er hat absolut keinen Bock auf Minecraft und das ist eben aktuell das Problem. Ich kann ihn schlecht zwingen. Ich hätte schon Bock, jetzt wieder ein Technikprojekt mit Marco zu starten. Aber zurzeit ist bei ihm die Lust einfach weg. Die Phase hat er einmal mal. Das ist halt einfach so und das sei ihm auch gegönnt. Und wie gesagt, er wird sich melden, wenn die Lust wieder da ist. Das hoffe ich zumindest. Und dann werden wir auch mit Marco ein neues Projekt starten. So, dann H1Z1 stand in den Startlöchern und ist leider auch dort geblieben, weil die Server sind online gegangen. Es kann sein, dass bis jetzt schon ein paar Patches draußen sind zu H1Z1, aber bis jetzt war es einfach nur, sage ich mal, ein Bildschirmschoner für 20 € und man kann nicht viel anstellen. Ich habe mir das bei vielen anguckt, ich habe es mir Gott sei Dank nicht selber gekauft bis jetzt. Ich werde H1Z1 irgendwann spielen, wenn es etwas besser läuft, sage ich jetzt einfach mal so. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausweiten, aber momentan ist es eben so, dass es ist kein Loot gedroppt, wo also am Freitag, nee, ja, am Freitag ist es ja released. Man konnte auf die Server, man hatte ewige Wartezeiten, das ist natürlich klar, weil alle das Spiel gehypt haben. Dann ist aber kein Loot gedroppt, das heißt, man hat so gut wie nichts gefunden und bla bla bla. Und ich habe mit vielen gesprochen und es war keiner so richtig begeistert von dem Spiel und deswegen habe ich es erstmal gelassen und erstmal etwas weiter nach hinten gestellt. So. Dann Grand Theft Auto 5 ist verschoben worden, leider, leider, leider. Da kann ich euch aber schon mal versprechen, das wird auf jeden Fall kommen. Da wird es auf jeden Fall ein Projekt dazu geben. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, auf Grand Theft Auto 5. Und ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Da werden auch die Trouble Townies wieder, denke ich, alle mit dabei sein. Das wird richtig nice werden. So, dann habe ich vor. Diesen Monat auf jeden Fall noch, am 29. Januar, kommt World of Subways Volume 4. Da will ich mal reinschauen, mal gucken, was das so Schönes ist. Ist ein Simulator und ja, Simulatoren schauen wir uns ja prinzipiell alle an, wisst ihr, oder fast alle zumindest. Und World of Subway, da schauen wir auf jeden Fall mal rein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. New York Line. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch bei World of Subways, dass ich das auch machen wollte, oder war das jetzt falsch? Weil ich sehe, am 27. Februar kommt noch Trains. World of Subway wollte ich, glaube ich, gar nicht mal. Na, lasst euch mal überraschen. Egal. Dann kommt am 30. Januar auf jeden Fall noch Island Flight Simulator. Das werde ich auf jeden Fall machen. Da werden wir mal reinschauen. Da können wir ein bisschen mit dem Flugzeug rumfliegen. Sehr, sehr geil. Dann am 27. Februar kommt Trains, New Area. Und ja, und so weiter und so fort. Erstes Quartal 2015, also jetzt auch irgendwann, kommt das OMSI 2 Add-on. Und zwar totaler Blödsinn. OMSI 2 interessiert mich null. Was ich sagen wollte ist, und zwar, dass im ersten Quartal das Euro Truck Simulator 2 Add-on kommt, und zwar das Skandinavia Add-on. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Am 5. März ist Airport Simulator 2015 noch geplant. Der wird auf jeden Fall auch kommen und so weiter und so fort. Also da werde ich euch auf den Laufenden halten. Das gibt's alles. So, das erstmal zu den aktuellen Projekten. Ich habe mit Sicherheit eine Menge vergessen, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht kommt noch ein AAA-Titel, da bin ich mir noch nicht sicher. Einen habe ich noch im Auge jetzt im Januar. Schauen wir einfach mal. So, und wir switchen jetzt einfach mal zur Community über, würde ich sagen. Und habt ihr diesen Verzerreffekt gesehen? Cool, ne? So, Community. Ja, Leute, ihr schreibt mir unglaublich viele Kommentare, auf die ich einfach gar nicht mehr antworten kann. Ich komme einfach nicht dazu. Ich bin total überfordert. Ich kriege jeden Tag 100 E-Mails auf YouTube. Und nur Kommentar, Kommentar, Kommentar und Facebook und bla bla bla. Und ich lese alles. Also ich lese wirklich alles. Das Erste, was ich mache, ist Rechner an, YouTube, Glocke oben. Und dann die Kommentare alle schön durchlesen. Ab und zu antworte ich auf einen. Aber es ist einfach nicht möglich, weil ich so unglaublich gestresst bin. Also es ist wirklich schlimm. Also ich bin wirklich unglaublich gestresst. Und das ist eben das aktuelle Problem zurzeit, dass ich halt sehr wenig antworten kann. Ich lese alles, was ihr mir schreibt. Und bin auch unglaublich froh drüber, dass ihr mir so viel schreibt. Und ja, bitte, bitte, bitte. Lasst das dabei und schreibt immer kräftig Kommentare, das ist auf jeden Fall, ich lese mir alle durch, das soll nur mal gesagt werden. Dann gibt es community-technisch noch was, und zwar habe ich ein Paket bekommen von der lieben Liana, und das möchte ich euch mal kurz noch zeigen, was da drin ist. Die hat mir nämlich noch meine Adresse gefragt, die habe ich ihr gegeben, weil ich so ein netter Mensch bin, und sie hat mir ein Paket geschickt, und zwar für das Baby, und das will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. So. Das packen wir jetzt mal aus, das gute Stück. Flups. So, da sind schon mal zwei Tüten drin, das ist schon mal sehr gut. Aber leider keine Tüten zum Rauchen. Flachwitz incoming. Nein, Spaß. Beine hoch, Flachwitz, ne? Ja, da sagt der Bloodbound immer. Ich kenne euch alle. Nein, Spaß.
So, wir schauen einfach mal in die erste Tüte rein. Die sagt nämlich, sie hat was fürs Baby geschickt. Und das ist so nett und das ist unglaublich. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment. Guckt euch das bitte an. Ist das nicht süß? Ich muss es weiter weghalten, dass man es ganz sieht. Ist das nicht süß? Eine Jeans. Ein Jeans-Overbau. Ach, ist das süß. Ja, mit so einem T-Shirt dazu. Oh. Hm. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Wird das Baby auf jeden Fall tragen. Da steckt man die rein, ob sie will oder nicht. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Moment. Muss ich gucken. Oh. Guckt euch das an. Ich liebe diese Babysachen. Die sind so klein. Wir haben letztens Schuhe geschenkt gekriegt von Adidas. Adidas Neo. So kleine Babyschuhe. So groß. So groß. Oh. Herzzerreißend. Ja, hier ein Pullover mit Kapuze. Sehr, sehr geil. Lovely Sweetheart. Ah, wunderschön. Und die passende Hose dazu. Mit Schleifchen. Mit rosa Schleifchen. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank, Liana. Das ist wirklich absolut nice. Ah, sehr cool. Da freut sich die kleine Maus. Und dann haben wir hier noch eine Tüte. Und was ist das? Oh, hier sind noch mehr Sachen drin. Sag mal, bist du wahnsinnig? Alter. Oh mein Gott, ist ja krass. Noch eine Hose. Oh. Was steht da? Small and funny. Wibbelwoppel. Wie geil. Small and funny, Wibbelwoppel. Und eine Schildkröte unten drauf. Super. Sehr, sehr geil. Das ziehen wir ihr auf jeden Fall auch an. Was haben wir hier noch? Wibbelwobbel, love playing. Och, ist das niedlich. Guckt euch das doch mal an, wie süß das ist. Sehr geil. Oh, so viele Kindersachen, Alter. Die sind vor allen Dingen auch teuer, jetzt mal ohne Scheiß. Oh, und ein Schlafanzug. Ein kleiner Strampler. Mit einem Bärchen drauf. Sind aber auch, das ist unglaublich. Ich bin da ja auch so zu kriegen. Wenn man so in den Kinderläden sind, das sind immer solche kleinen niedlichen Sachen drauf. Und dann kann man nicht dran vorbeigehen. Dann sagt man, ach naja, dann nimmt man es halt mit. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist. So, hier so ein Strampler. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Liana. Das ist unglaublich. Also, ich muss auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön sagen von der Jean. Die hat es schon gesehen. Wir hatten das Paket ja schon offen. Und wie gesagt, die hat es schon gesehen gehabt und war auch super happy gewesen und alles. Und also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und hier ist noch ein Bärchen. Oh, schön mit einer Kuscheldecke. Ist das nicht süß? So ein kleiner Bär mit einer Kuscheldecke. Absolut awesome. Ach, Liana. Ohne Mist, vielen, vielen Dank dafür. Und eine tolle Tüte. Nice. Absolut cool. Wir freuen uns unglaublich, dass uns vor allen Dingen schon allein dieser Gedanke, dass uns einer Babysachen schickt. Das ist. Es ist halt, auch das ist ja eine Unterstützung. Auch das hilft uns einfach, weil das Zeug ist schweineteuer und. Oh mein Gott, ey, es ist absolut awesome. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich muss eins noch loswerden. Ihr seid absolut die geilste Community, die man sich wünschen kann. Ich sehe das immer wieder in Livestreams. Ich sehe das auf YouTube. Es ist einfach die Community. Mit euch hat man keine Probleme. Es ist immer mal einer dabei, der aus der Rolle fällt. Aber ich krieg so gut wie null negative Kommentare. Auf Twitch, wenn ich streame, ist der Chat total cool drauf. Ihr seid alle cool drauf und alles. Und das ist einfach das, was so viel, das, was unglaublich viel Spaß macht. Das ist eben das Geile an der Sache. Und ja, das macht mich einfach stolz, so eine geile Community zu haben wie euch. Und wir sind zurzeit bei über 13.000 Abonnenten. Es geht schon wieder auf die 14.000 zu. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise noch hingeht auf YouTube. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise auf Twitch hingeht. Aber Fakt ist eins, wir gehen es gemeinsam und das ist eben das Wichtige an der Sache und das ist mir auch unglaublich wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und vielen, vielen Dank, dass es euch gibt und vielen, vielen Dank, dass ihr alle meine Videos so schaut und mich so unterstützt, kann ich einfach nur ein ganz riesengroßes Dankeschön sagen. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus, denn für mich ist jetzt auch Sonntag. Euer Mackie. Tschüss.